Hallo liebe Bonsai-Freunde, jetzt bin ich zurück hier in Deutschland mit meinen beiden neuen Bäumen. In dem Video geht es jetzt darum, wie versorge ich die Bäume jetzt als allererstes, also im Prinzip die Ersthilfe, und wie werde ich dann in Zukunft die beiden Bäume pflegen, bis es dann ans Gestalten geht. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich hier vorbereitet habe, und danach nehme ich einen Baum, ich weiß noch nicht welchen, und den werde ich dann Schritt für Schritt durchgehen mit euch. Und zum Schluss, wenn dann beide fertig sind, zeige ich euch die beiden Bäume nochmal, wenn die in ihren Töpfen stehen. Ja, so geht's los. Also hier vorbereitet habe ich eigentlich nur mein Substrat. Da verwende ich auch für meine beiden neuen Bäume, also für die Yamadoris oder Findlinge, exakt das gleiche Substrat, die gleiche Mischung wie für alle anderen Bäume von mir. Hier sind ein paar Erdwerkzeuge, womit ich hinterher praktisch... ja, das sind alles Erdwerkzeuge, komme ich später zu. Dann hier ist gröberes Lavasubstrat. Das ist als Drehschicht hinterher für unten, für den Boden gedacht. So, dann sind hier die Bäume. Die zeige ich euch später noch ausführlich. Da brauchen wir jetzt noch nicht drauf eingehen. Hier habe ich zwei Töpfe natürlich schon vorbereitet, wo die beiden reinkommen werden. Ich mache das immer so, ich nehme normale Blumentöpfe, also große Kübel, und schneide mir die dann eben halt auf die Höhe, wie ich sie brauche, zurecht. Dann habe ich einmal schön die Höhe, brauche nicht viel Geld für irgendeinen Topf auszugeben. Und das ist jetzt so bis jetzt die Variante, mit der ich am besten fahre. Und hier habe ich jetzt noch hinter mir einiges an Werkzeug mir hingelegt, was man immer mal gut gebrauchen kann. Ja, so bereite ich eigentlich immer meine Umtopfung bzw. Ersteintopfung jetzt bei denen vor. Hier beginne ich jetzt damit, die Folie, wo ich die Bäume eingepackt habe, mit dem Messer aufzuschneiden, nicht aufreißen, weil beim Reißen kann es passieren, dass man wieder Wurzeln, Boden locker macht, irgendwas stört. Also von daher werde ich das schön sauber aufschneiden. Wie ihr sehen könnt, die Tage, wie gesagt, der Baum war jetzt schon ein paar Tage unterwegs und trotzdem ist hier das alles noch gut feucht. Ich habe halt hier so ein altes Bettlaken drüber gespannt und dann einfach nur, um das zu fixieren, mit Klebeband noch mal ein bisschen fixiert, damit das nicht wegrutscht. Und wie man sieht und auch fühlt, ist der Ballen noch komplett gut nass. Also hat alles bestens geklappt. Der Topf war jetzt für den geplant. Da kommt jetzt erstmal kommen hier Auffangnetze rein, damit das Granulat nicht durch die Abflusslöcher durchläuft. Und dann kommt das Drehensubstrat rein. Als nächstes kommt nochmal eine dünne Schicht Substrat drauf. Also von meiner Mischung. Habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Das kann ich euch verlinken. Das könnt ihr euch dann nochmal angucken, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Also da mache ich auch wirklich eine dünne Schicht. Einfach nur, damit ein bisschen frischer Boden direkt unterm Ballen ist. So, der erste Baum ist jetzt im Topf. Als nächstes werde ich oben noch ein bisschen toses Zeug rausschneiden. Und ja, dann darf er sich erstmal 2 bis 3 Jahre erholen. Gegossen wird er noch, gedüngt werde ich den im ersten Jahr nur organisch. Ab dem zweiten Jahr fange ich auch an, mineralisch zu düngen. Ja, ein schattiges Plätzchen bekommt er. Und dann zeige ich euch gleich noch den zweiten Baum. So, zum Schluss zeige ich euch jetzt nochmal die beiden Bäume in einer 360 Grad Ansicht. Danach werden die an einen schönen schattigen Standort gestellt und werden dann dort gepflegt. Und in 3 Jahren wird dann das erste Mal gestaltet. Und wenn alles gut geht, in 5 Jahren das erste Mal wieder umgetopft.
So, hier ist jetzt der zweite Baum, ist ein Doppelstamm. Habe ich jetzt ein bisschen Substrat drauf, leider kann man das jetzt nicht erkennen. Der trennt sich nämlich direkt ziemlich weit unten. Ist etwas jünger als der andere Baum. Aber der hat mir halt sofort zugesagt und deswegen musste der mitkommen. Ich finde halt den schönen Verlauf der beiden Stämme so interessant. An dem jetzt mal hier verfolgt. Der eine geht ungefähr, wenn man die Krone abzieht, bis hier. Und den anderen würde ich dann hier einschätzen. Da ist eine schöne Stufe drin. Das hat mir irgendwie sofort zugesagt. Ja, jetzt kriegen wir einen schönen Standort, wie schon erwähnt. Und dann ist das Projekt Yamadori für dieses Jahr auch schon abgeschlossen. Das Einzige, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, was ich vielleicht ein bisschen eher mache, so nach circa 2 Jahren, ist die Totholzbearbeitung. Da werde ich dieses Jahr noch an den Bäumen von vor 2 Jahren dran gehen. Allerdings haben die auch sich sehr gut erholt und haben sehr gut ausgetrieben. Man wird sehen, werde ich garantiert auch filmen und dann hochstellen. Dann könnt ihr euch das angucken. Ich hoffe, euch hat die Yamadori-Reihe gefallen. Falls ihr noch Fragen habt oder ein Feedback geben wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich werde natürlich gucken, alles zu beantworten. Feedback kann positiv, negativ sein, da bin ich offen für alles. Wenn euch irgendwas fehlt, sagt es einfach. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, wenn wieder ein Thema im Bonsai-Bereich anfällt.